Das Zebra zum Schmunzeln und Nachdenken. Als Gott darüber nachdachte, wer seinen Sohn und dessen Eltern Maria und Josef bei der Geburt in Bethlehem begleiten sollte, war von Anfang an klar, ein Zebra muss dabei sein. Die Engel um ihn herum wunderten sich sehr, gab es doch viel schönere, elegantere, stärkere oder süßere Tiere. Ein Löwe, wisperte ein schmächtiger Engel, der in der Nähe Gottes saß, ein Löwe wäre ein perfekter Ausdruck deiner Größe und Stärke. Oder ein Adler, der König der Lüfte, meinte ein Engel, dessen Flügel etwas klein geraten waren. Wie wäre es mit einem Elefanten, fragte ein kleines Engelchen, das da auf der Armlehne des göttlichen Throns auf- und abhopste. Oder ein kuscheliges Kaninchen, schlug ein stoppelbärtiger Engel mit Mackie-Frisur vor. Nein, unterbrach Gottvater die eifrigen Gottesboten, die seine Wolke bevölkerten, ein Zebra muss dabei sein. Warum in alles in der Welt ein Zebra? Fragten die himmlischen Herrscharen unisono, und schon ging das Geschnatter von vorne los. Es muss ein Papagei oder ein Paradiesvogel dabei sein, erklärte ein mausgrauer Engel altklug. Gott ist so vielfältig und bunt, dass selbst ein Regenbogen neben ihm einfarbig erscheinen muss. Ein Schwan oder ein Schimmel als Zeichen deiner Reinheit und Weisheit, meinte ein schmuddeliger Engel, bei dem es an der Rechtschreibung schon immer haperte. Besser noch, ein Rappen oder ein schwarzer Panther, warf ein blasser Engel ein. Dann wird allen Menschen klar, du bist größer als alle dunklen Mächte der Erde. Das ist es ja, unterbrach Gott seine Engel unwirsch, jeder möchte mich auf etwas festlegen. Am besten darauf, was ihm selber am meisten abgeht. Das scheint mir das Zebra am passendsten. Es ist ganz schön kräftig, aber es gibt schnellere und elegantere Tiere. Es ist manchmal bissig und ein bisschen störrisch. Es ist überhaupt nicht selten. Es ist einerseits gewöhnlich und doch irgendwie besonders. Und das Wichtigste ist, es ist schwarz und weiß, gestreift, hell und dunkel. Nicht nur das eine oder das andere, sondern beides. In dicken und dünnen Streifen. Das leuchtete den Engeln ein, und Gott sah zufrieden, wie es in ihren Köpfen arbeitete. Da meldete sich ein alter Engel, der schon viel auf der Erde herumgekommen war, zu Wort und sagte, aber in Nordafrika und Kleinasien gibt es schon seit Tausenden von Jahren keine Zebras mehr. Wir müssten dann Bethlehem weiter ins Zentrum von Afrika verlegen. Du hast recht, sprach Gott und dachte lange nach. Der Einwand des Engels brachte einiges durcheinander. Er hatte überhaupt kein Problem damit, dass sein Sohn in Zentralafrika zur Welt kommen könnte. Einiges sprach für ein schwarzes Jesuskind. Aber nun hatte eben alles ganz anders begonnen. Im Zweistromland, zwischen Euphrat und Tigris, in Ur in Chaldäa, der Mittlere Osten, Ägypten und Palästina waren die Orte des biblischen Geschehens geworden. Und so sollte es vorerst auch bleiben. Darin war sich die göttliche Dreieinigkeit einig. Plötzlich kam ein Engel, der gerade mit seiner Kollegin Schach spielte, die rettende Idee. Nimm eine Maus, Herr, oder, wenn es nach noch mehr aussehen soll, ein Esel. Bei einem Zebra fehlen die Grautöne. Es ist zwar schwarz und weiß, aber alles dazwischen fehlt. Was im Leben der Menschen ist schon schwarz oder weiß, außer einem Schachbrett? Das meiste ist doch irgendwo dazwischen. Der hat recht, dachte Gott bei sich. Sein ganzes Altes Testament war voller Zwischentöne. Restlos gut war darin kaum einer, weder Jakob noch David und wie sie alle hießen. Sogar über ihn selbst wurde jetzt, nach so vielen Jahren Menschengeschichte, Dinge erzählt, die schon bei Kindern Fragen nach seiner Güte aufwarfen. Die Sintflut zum Beispiel. Und je länger Gott darüber nachdachte und mit seinen himmlischen Herrschern darüber diskutierte, stellte sich heraus, der Esel war die Idealbesetzung. In seinen vielfältigen, hell, dunkel, braun und anders wie grauen Erscheinungsformen war es das Symbol menschlichen Lebens überhaupt. Dazu kam sein Eigensinn, seine Zähigkeit, seine Belastbarkeit. Er konnte die hochschwangere Maria anlässlich der Volkszählung, die bald anstand, nach Bethlehem tragen. Und er kostete kein Futter,
außer dem Gras, das am Wegesrand wuchs. Gott lobte den Schachbrettengel, gab ihm einen Klaps auf die Schultern und setzte ihn samt seiner Mitspielerin zwei Wolken höher. Und in der Weihnachtsgeschichte spielt seither der Esel eine zentrale Rolle. Ein bisschen steht dieser Esel dort in der Krippe, also auch für mich.